die nächste Anbindung. Das ist eine richtige Granate, der ist auch. Er erzählt, wie so oft, aus einer Ehe, diesmal aus einer typischen russischen Ehe. Meistens ist es ein Trauma, was er erlebt. Ich kenne sie bei ihm Sache, ein Trauma. Ich bin mal gespannt, was Eiferliste kommt. Und zwar der Michael Schilinski aus Bruchlingburg-Berenbitz. Ruf auf die Bühne. Mit jeder Stunde, die vergeht, fühlt ihr mich weiter weg von dir. Es wird nicht zu, und er ist noch gestern gar nicht da. Ich hab euch so gedacht. Mein lieber Mann, das war eine schöne Abhitzerei. Ich war bis eben noch bei der Polizei, gut. Ich war beim Spezialisten, beim Doktor. Und auf der Heimfahrt bin ich auf der Autobahn beim Minendorf gefahren. 2 Stunden lang bei der Polizei geguckt. Ich meine, man kann doch mal ein Minendorf fahren, oder? Man kann ja mal ein Minendorf fahren. Und wenn es ein Geisterfahrer ist, ist es natürlich ein bisschen blöd. Aber es passiert halt. Ich war beim Spezialist, weil ich habe so ein Ohrenproblem. Ich höre im Moment unheimlich schlecht. Da habe ich gedacht, ich fahre schon auf Karlsruhe. Ich bin ganz so zum Doktor gegangen und habe gesagt, Herr Doktor, ich höre so schlecht, ich höre so schlecht. Ich höre mir eigene Fetz schon nicht mehr. Dann hat er gesagt, da gebe ich Ihnen ein paar Tabletten, die nehmen Sie. Und dann habe ich gesagt, oh, höre ich dann wieder besser? Nee, aber die Fetz werden lauter. Ja, das ist auch ein Hausarztproblem. Das habe ich den letzten erst gehabt. Da war ich bei einer Hausärztin, habe ich gesagt, gute Frau, ich kann nachts nicht mehr schlafen. Geben Sie mir da mal irgendwelche Tabletten. Dann hat sie gesagt, ja, du, unsere Tabletten, die sind wunderbar. Und ich sagte, ja, wie nehme ich die ein? Das ist alle halbe Stunde eh. Gut, aber warum ich eigentlich da bin? Ich bin der Michel. Ich bin 33. Und ich bin verheiratet. Wer ist noch verheiratet? Ja. Wer ist noch verheiratet? Warum? Ja, kann er mir nichts sagen. Gut. Das möchte ich halt nicht, weil der mit sich halt auch nicht daheim sein. Das grundsätzliche Problem in einer Ehe ist das Kommunikationsproblem. Das ist ein allgemeines Problem. Die Leute reden einfach nicht mehr miteinander. Die Frauen reden zwar ein bisschen weniger, aber die Männer vielleicht auch ein bisschen weniger, aber man redet einfach nicht genug miteinander. Bei Mädchen ist das natürlich nicht so. Wir haben eine rege Kommunikation. Also bei uns ist das. Gerade gestern immer wieder zu uns gehabt. Das läuft. Einwandfrei. Wir waren essen gewesen. Und wie das Essen dann so kommt. Und ich habe dann angefangen. Und dann habe ich gesagt: Ach gut, ein Kinder, Mimmel. Bei dem fahrst du, da ziehe ich dir ja alles zusammen her. Da hätten ein Kinder daheim essen. Gut gemeint habe ich natürlich, mein Kinder daheim achten. Aber gesagt habe ich halt: Hätten wir auch Kinder daheim essen. Das sind Verständigungsfehler. Sie verstehen halt nie, wie ich sage. Das war, wie wir letzten Urlaub waren, da sind wir auf Russland überflogen, da schön. Schöner Russland-Urlaub. Super Hotel gehabt. Ein super Hotel. Morgens, Frühstücksbuffet, wunderbar, Tagange, da war alles. Normale Eier, russische Eier, Spiegeleier, Deichnallere Eier. Die haben sie gesagt, wascht Gott, habe ich gar nicht gewusst, dass die gibt. Da war Käse, da war alles da. Müsli, 1000 Sorten Müsli. Was mach ich? Ich bleibe einmal quer über den Gang. Du Frei, guck mal da, die haben ein Müsli. Gemeint habe ich natürlich, guck, was die da alles hätten. Ja, was für ein reichhaltiges Angebot. Aber gesagt habe ich, du Frei, die haben Müsli. Dann war natürlich das Theater groß. Mein Kollege geht es ja nicht besser wie mir. Die Hände, die Eis ganz ja bloß. In ein Loch zu uns. Kommt der letzte Minute zu um, platzen wir rum. Du blöder Hund! Bloß am Saufen, das ganze Jahr bloß fort. Haben wir Schiene da, lass ich mich scheuren. Dann bin ich ganz
sitzen wir uns ans Fenster. Und dann habe ich gesagt, du Heinz, du mal raus, sagst du halt, wer ist schöner da? Gut, er dreht auch natürlich öfters wohl in den Fettnippel, die haben das Problem. Er hat unheimlich Käsefies und sie hat unheimlich Mundgeruch, nicht? Ich meine, kommt vor, jetzt waren sie letzte Woche zum Bett gelichen. Er wollte gerade sich noch Kinder voll lassen und wollte dann schlafen und dann sagt er so, du Heinz? Sagt er, ja, ich weiß, du hast meine Socke gefressen. Ich war der letzte mit dem Bauer Owens kurz so ein bisschen beim Ab, mal kurz, ganz kurz, so bis zum 4. Morgens. Und dann sind wir heim. Ich habe mich dann auch auf der Helmweg gemacht, in Schlangenlinie. Kurz vor der Hofeinfahrt habe ich dann ganz gespannt die Hofeinfahrt genommen. Elegant eingebrochen, nein und voll gegen das Hoftor gebollert. Das hat geknallt. Das hat gebollert. Voll der Wille. Ich bin bloß froh, dass ich das Auto nicht gehabt habe. Dann bin ich nahe ins Haus. Ich habe natürlich gedacht, darfst du jetzt nicht auffallen, dann geht es natürlich direkt zum Gebläbe los, dann geht die Sirene los. Und gehe auf und schleiche mich so auf, ganz leise, ganz sachter. Mache so die Schlafstube hier auf und will das Licht anmachen. Dann ist natürlich das Bett kaputt. Dann habe ich gesagt, kennst du jetzt mal anfangen, so gleich, ich finde das Bett nicht, Licht ist kaputt. Dann hat die Sirene angegangen. Ich habe gemeint, wir haben den ersten Samstag im Monat. Ich habe wieder schon ausgeguckt, ob der Herbert eben da schon losfährt. Nein, was sie war es wirklich. Das ist dann gegangen, bis er dann irgendwann von Lauerzahn eingeschlafen ist. Ich habe dann ein bisschen geschlafen. Allerdings, wie ich mal ins Wachwache bin, ist natürlich direkt wieder losgegangen. Immer noch voll gesoffen! Da gehst du bloß alle oben fort! Du machst, was du willst! Jetzt liegst du einfach letzte Runde im Bett. Und dann habe ich gesagt, ach Gott, da bin ich aber gerade froh. Ich habe schon gemeint, ich habe Kopfweh, jetzt sind sie fies. Ja, dann gibt es noch so, naja, ich sage mal so, die dunklen Randerscheinungen einer Ehe. Das sind die Schwiegermütter. Unsere war der letzte Abend zu Besuch da. Ich habe sie dann am Bauhof habe ich sie dann abgeholt und ist dann den Koffer drin und alles. Und habe ich gesagt, und wie lange bleibst du? Nicht länger wieder, wie ich euch auf die Nerven gehen. Dann habe ich gesagt, willst du so schnell wieder fort? Es war mir dann so blöd, ich bin dann ins Kino gegangen und bin dann vorne in die Kasse und habe dann gesagt, oh, ich hätte mich gerne da in den Film rein. Und dann hat sie gesagt, ja, sind Sie im ADAC? Dann habe ich gesagt, hä? ADAC. Im ADAC? Ich wollte einen Film gucken, ich wollte keine Abschlepper heute Abend. Aber der hat es gezeigt. Die habe ich es mehr gelassen. Ich habe mein Card gekauft und bin da nicht rein. Bis jetzt, wo ich merke, am nächsten Tag, die Schwiegermutter ist dann wieder fort. Ich bin dann der ganzen Geschichte wunderbar so weggekommen. Und wie sie hat sich dann vom Taxi abholen gelassen. Dann sagt sie zum Kleinen noch so, gehst du mit der Oma mit raus ans Taxi und winkst schon noch und alles. Und dann hat er gesagt, nee, Oma, geh nicht. In dem Moment, wo du nach Hause hinausgehst, schneidet mir den Kuchen an. Gut, Schwiegermutter, ich sag mal, wie nennen sie ein bisschen anders? Wie nennen sie die Franzosen? Wie sagt der Franzose Schwiegermutter? Grand Malheur. Ne? Grand Malheur, ganz klar. Ich bin ja schon immer ein bisschen neidisch gewesen auf deine Adam. Damals so im Paradies. Der hat ja keine gehabt. Der hat es ja gut gehabt. Aber gehen wir mal zurück zu meinem Geschwier, zu meinem Freund. Kommt der letzte Woche zum Schafferheim und fahr so den Hof einfach nein, geht zu mir. Bin da, bin auf. Er sagt, hast du mal bedacht, wie das unser Opa Leid machen? Wenn der heimkommt, dann gibt er immer erst mal einen Kuss. Das kannst du ruhig eh wohl machen. Und ich sage, ja gut, so kenne ich sie jetzt nicht.
jetzt eine neue Folie. Sie macht jetzt so Beauty, Wellness, Gedäs. Und ja, dann hast du gesagt, was du mit dieser Kosmetik da machst, und die gebraucht, die haben Leute in der Gnastung. Das muss dann klar sein. Dann sagt sie zu mir, wie findest du eigentlich das mit den Schlammpackungen? Da bin ich doch schon schön, aber da mit den Schlammpackungen. Dann habe ich gesagt, na jo, bloß brennt es halt wie ab. Ich hab's dann, wir werden gut machen, das Theater. Ja, war da natürlich ein bisschen stinkig, aber da war auch nichts zu machen. Die Fresche unbestechlich, muss man sagen, sie ist unbestechlich. Die nimmt nichts an. Da hinten muss Vernunft. Nicht? Aber gut, seitdem ist bei uns jetzt halt daheim Smog-Alarm im Haus. Ne? Smog-Alarm kennt jeder. Dicke Luft und kein Verkehr. Genau. Ich denke, nur mal vorstellen, unser Michael Schilinski aus Kronenberg. Ja, du erlebst schon jedes Jahr, erlebst du Sachen daheim, das gibt's ja nicht, oder? Also das ist ja... Das ist ja eben. Der letzte war ich oben, die schenke ich doch immer, wenn ich ihn erfahre. Das, ja. Geht wahrscheinlich jedem Mann so, und du schaust oben auf der Couch und denkst schon nichts besser. Händeln sie. Weißt du warum? Das ist der Neid. Weil sie es nicht kennen. Und warum kennen sie es nicht? Weil sie das ganze Jahr Schnur nicht zukriegen und so können sie den entsprechenden Druck nicht aufbauen. Ja, das ist schon. Ich habe mich auch alle umgezogen, auch schon gesehen, weil ich ein bisschen warm geworden habe. Typisch russisch, bringt man viel Fahne mit ins Spiel und da. Eine Fahne. Und gar nicht mit. Normal nicht, aber dann fällt mir immer so dummies und dummies drauf. Nein, meine ich nicht. Das ist. Jetzt war ich der Aussage, hier, du kennst doch Rapsöl, oder? Ja, ja. Das wird doch aus Raps gemacht, oder? Ja. Ja. Du kennst doch aber Maisöl. Ja. Das wird aus Mais gemacht, ja, weiß ich nicht. Soll ich mir die Frage stellen, was wird ein Babyöl gemacht? Möchte ich das gerne? Ja, aber es ist so dumme Probe, vor allem als Alter oder Rest. Der ist ein Automatikfahrer, Automatikautofahrer, der hat mich schon gerne gefahren. Schön.